Dass Vegan-Sein so teuer ist, ist immer noch ein weit verbreitetes Argument gegen Veganismus. Genau deshalb möchte ich heute mal ein bisschen zeigen, wo man super easy, kostengünstig vegan einkaufen kann. Moin Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von der Mire. Ich möchte heute mal meine Favorite-Einkaufsmöglichkeiten zeigen oder erzählen, zeigen nicht, ich werde hier nicht rumlaufen, aber euch mitgeben, wo ich gerne meine veganen Sachen einkaufe, die ich so esse. Und ich würde sagen, fangen an mit den günstigsten Möglichkeiten. Auf jeden Fall sind das Discounter, würde ich mal behaupten. Als ich vegan wurde, habe ich immer ein bisschen so extra Taschengeld zum Einkaufen bekommen, weil ich dann noch zu Hause gewohnt habe und mein Vater keine Lust hatte, vegane Sachen einzukaufen oder sich darum zu kümmern. Deswegen habe ich das dann selber gemacht und ich habe tatsächlich nur maximal 20 Euro die Woche ausgegeben für mich selber, was ich sehr günstig finde. Zugegeben muss ich sagen, ich habe da nicht darauf geachtet, dass die Sachen bio waren. Und habe im Aldi das konventionelle Food gekauft. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob es Plastik ist. Also das war damals nicht mein Fokus. Wo ich auch gleich kurz einwerfen möchte, es kommt nämlich, finde ich, immer gar nicht darauf an, ob man sich vegan ernährt, weil das geht super, super, super günstig, sondern ob man auf plastikfrei achtet oder auf Bio-Qualität. Ich finde, das ist immer eher der Kostenpunkt, der ja herausfordernd sein kann, aber gar nicht unbedingt vegan oder nicht vegan. Ich finde, das ist gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, sondern High Quality, Bio, vollwertig. Das ist das, was teuer sein kann, aber nicht sein muss. Ich finde nämlich, mittlerweile im Lidl gibt es so, so, so viele geile Sachen. Die haben ihre Bio-Abteilung von Obst und Gemüse sehr, sehr cool ausgeweitet. Es gibt leider noch nicht alles, was man sich so wünscht, aber das gibt es ja selten. Dennoch finde ich, man kann da den Großteil seines Obst und Gemüses sowohl in Bio- als auch nicht Bio-Qualität bekommen. Ich finde, Lidl ist richtig, richtig cool, hat sich super verbreitet, ausgeweitet, das Sortiment vergrößert in den letzten Jahren und insbesondere was vegane Produkte angeht. Also jetzt reden wir von Ersatzprodukten. Die sind nämlich ein weiterer Kostenfaktor. In dem Fall stimmt es vielleicht, dass eine vegane Ernährung teuer ist. Wenn man sehr, sehr viele von diesen Ersatzprodukten kauft, dann kann das teuer werden. Im Lidl muss ich aber sagen, von der Eigenmarke Vemondo sind die tatsächlich sehr erschwinglich. Also im Gegensatz zu anderen Läden, wo man hingehen kann, dazu komme ich später noch, hat man im Lidl wirklich die Möglichkeit, sich super erschwinglich vegane Ersatzprodukte zu kaufen. Von Vemondo gibt es so viel. Es gibt Muffins, es gibt Kuchen, es gibt Käse, es gibt Tofu, es gibt Mozzarella, es gibt Streichkäse, es gibt Scheibenkäse, Streukäse, Nuggets, Fischstäbchen, Fischnuggets, Pizza, Gyros, Fertigprodukte, Joghurt, Pudding, Fertigkaffee, also die Liste ist unzählig. Und das ist so geil, weil früher waren wir immer im Lidl, um halt so Obst, Gemüse, dies, das zu kaufen. Und dann für die Ersatzprodukte, die wir wollten, sind wir immer nochmal extra in Edeka gegangen. Was erstens ein Arbeitsschritt mehr ist und zweitens auch teurer ist. Wir haben wirklich die Sachen im Lidl, für die wir dann, I don't know, 20 Euro ausgegeben haben, 30 Euro, lass es 40 Euro sein. Im Edeka haben wir ungefähr ein Drittel dieser Menge gekauft und das gleiche bezahlt. Das war crazy. Deswegen bin ich sehr happy, dass es jetzt auch im Lidl so, so, so viele vegane Ersatzprodukte gibt, weil ich das hin und wieder echt nice finde. Die paar Sachen, die es aber nicht im Lidl gibt, zum Beispiel Better, Simply V, diese ganzen wirklichen Marken oder die Produkte von Light Meat, da gibt es nur teilweise welche im Lidl, die findet man aber immer im Edeka und Rewe. Allerdings, wie erwähnt, zu einem etwas höheren Preis, muss man sich natürlich bewusst sein. Außerdem eine sehr, sehr gute Auswahl hat Kaufland. Also bei Kaufland fehlt eigentlich an gar nichts. Ich habe immer das Gefühl, dass man in einen Discounter oder Supermarkt geht und man findet sehr viele Sachen, aber eine Sache fehlt immer irgendwie. Und Lidl beispielsweise, die jetzt wirklich ihr Sortiment so krass ausgeweitet haben, dass es eigentlich an nichts fehlt. Die haben natürlich trotzdem nicht so Sachen wie Bionella beispielsweise. Ich liebe Bionella. Bionella gibt es dafür im Kaufland. Und ich finde tatsächlich, Kaufland ist ein Laden, da gibt es halt wirklich alles. Also wirklich alles. Nicht nur Lebensmittel, da gibt es auch noch eine, keine Ahnung, komplette Bibliothek und DVD-Abteilung und dann kannst du noch alles für deine Küche kaufen, für deinen Garten, also es ist ja abgefahren. So, nicht, dass ich das tun würde, das da alles zu kaufen, aber ich finde es abgefahren. Und deswegen, Kaufland hat schon eine sehr, sehr krasse Auswahl an den veganen Sachen, wenn man da hingeht, man findet halt alles. Wobei ich aber sagen muss, ich habe Kaufland früher günstiger eingeschätzt. Ich habe da tatsächlich teilweise meinen Wocheneinkauf gemacht und mich dann immer gewundert, warum ich so viel Geld ausgebe. Im Gegensatz zum Lidl, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, wo ich dann vielleicht 20 Euro ausgegeben habe, habe ich halt im Kaufland schon so 40 oder 50 Euro ausgegeben. Deswegen muss ich sagen, Lidl ist die deutlich günstigere Möglichkeit.
Was man natürlich auch machen kann, was ich auch sehr cool finde, wozu ich aber eigentlich nie komme oder beziehungsweise mir das nicht als zeitliche Priorität setze, ist auf den Markt zu gehen. Markt kann, ja, ich würde sagen, es ist zwischen, wir kaufen alles im Bio-Supermarkt ein und wir kaufen alles Bio im Lidl ein. Von der Preiskategorie ist es so dazwischen. Im Biomarkt ist schon richtig, richtig teuer. Und auf dem Markt kriegst du halt das meiste auch unverpackt, was ich auch wieder finde, dass das ein sehr, sehr cooler Vorteil ist. Allerdings ist ja Markt nicht jeden Tag und dann gibt es vielleicht nicht den Biomarkt bei dir um die Ecke. Also ist natürlich auch mal wieder so ein bisschen gucken, wo kann man hingehen, wo gibt es die Sachen, die man nice findet, wo ist das in Bioqualität, wenn man darauf Wert legt. Also ist herausfordernder, als einfach in den Lidl zu gehen, meiner Meinung nach. Aber kann trotzdem sehr nice sein. Ich finde, es macht auch super Spaß, da so ein bisschen rumzuschlendern und da frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Wir haben das eine Zeit lang so gemacht, dass wir Markt mit Unverpacktladen kombiniert haben. Unverpacktladen ist vom Preis her auf jeden Fall deutlich teurer als Supermarkt oder Discounter. Also muss ich schon sagen, dass das definitiv mehr Geld kostet. Auch so auf den Kilogrammpreis gerechnet einfach. Und muss man gucken, ob man das sich von seiner Privilegiertheit, so sein Wort, ob man das Privileg hat, dort einkaufen zu gehen und ob es einem das wert ist natürlich. Ich finde es trotzdem nice, ich mache es super gerne, weil ich habe genug Geld, um mir das leisten zu können und ich verzichte dann auf Verpackung, was irgendwie cool ist. Und zugegebenermaßen, wir haben jetzt die letzten Male immer nicht so viel Geld ausgegeben, so 30, 40 Euro vielleicht. Und wenn man das einmal im Monat macht und dann irgendwie durch zwei teilt, also wir sind ja hier zu zweit in der Wohnung, dann geht das sogar tatsächlich. Und wir haben das jetzt neuerdings mit einer bio-regionalen, saisonalen Gemüsekiste kombiniert, die wir bestellenmäßig, also die wir halt kaufen und dann abholen müssen. Das ist von Erzeugern hier in Brandenburg, also richtig, richtig nice. Wenn du in Berlin lebst, kannst du das gerne mal auschecken, unbeauftragte Werbung. Plantage heißen die oder Plant Age, ich weiß aber nicht, wie sie das ausgesprochen haben wollen. Verlinke ich auf jeden Fall in der Infobox. Infobox heißt es. Und das kostet für zwei Personen 80 Euro im Monat, also auch ein 10er pro Person pro Woche für richtig geiles Obst und Gemüse. Im Winter ist natürlich ein bisschen spärlich, muss ich zugeben, weil da ist nicht so viel in Saison. Beziehungsweise haben sie nicht alles, was in Saison ist, auch da. Und da muss man da ein bisschen kreativ werden. Aber an sich finde ich es ein richtig, richtig geiles Konzept. Und ich finde es sehr nice, so zu fahren mit Unverpacktladen und der Biokiste. Und preislich gestaltet sich das Ganze auch relativ in Ordnung, finde ich. Also das ist schon machbar. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar günstiger ist, als wenn ich im Lidl die ganze Zeit irgendwelche Ersatzprodukte kaufen würde, die im Lidl natürlich günstiger sind, aber auf die Menge gerechnet trotzdem teurer als einfach nur Obst und Gemüse und Verpackladen. Gerne kann ich mal einen absoluten Vergleich machen vom Preis her, wo man am günstigsten einkaufen kann. Wenn dich das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und lasst dem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid und macht es mal. Und ihr dürft mir auch gerne verraten, wo ihr so einkaufen geht und, falls ihr mögt, wie viel ihr pro Woche, pro Person für den Einkauf ausgeht. Das interessiert mich immer sehr, weil ich eine Zeit lang das Gefühl hatte, ich gebe viel zu viel aus. Deswegen lasst es mich gerne wissen, wenn ihr Bock drauf habt, das preiszugeben. Und wenn ihr jetzt noch Tipps braucht, was für Ersatzprodukte ihr euch kaufen sollt, dann checkt gerne dieses Video aus über den besten Käse und dieses Video über den besten Brotbelag. Und wenn ihr keine weiteren Videos rund ums Thema Veganismus verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch kostenlos in meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, habt einen schönen Halloween-Tag, falls ihr es heute noch feiert und bis zum nächsten Mal.